Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir Bauch, Beine, Po in einem trainieren. 5 Minuten Po, 5 Minuten Beine und 5 Minuten Bauch. Ich habe mir hier eine Wasserflasche und ein Bootyband besorgt. Damit werde ich die ganzen Übungen ein bisschen schwerer machen. Das müsst ihr aber nicht. Wenn ihr was zu Hause habt und auch die Übung schwerer machen wollt, dann nehmt es einfach dazu. Wir werden jede Übung 45 Sekunden ausführen und zwischen den Übungen haben wir 15 Sekunden Pausenzeit, um die Übung quasi zu wechseln. Ich würde sagen, let's go! Für die erste Übung nehmen wir unsere Beine nach oben und jetzt geht unser Oberkörper schön gecrunched nach oben. Ich führe jetzt quasi die Wasserflasche um meine Beine im Kreis rundherum. Wenn ihr kein Equipment habt, dann könnt ihr jetzt einfach quasi hinter euren Beinen in die Hände klatschen. Ich mache das Ganze hier mit der Wasserflasche. Ihr cruncht euren Oberkörper wirklich schön ein, zieht den Bauch fest ein, spannt eure Bauchmuskulatur an und wenn ihr nach unten kommt, dann achtet darauf, dass euer unterer Rücken auf der Matte aufliegt und achtet auch darauf, dass ihr das Kinn zur Brust nehmt und wirklich den Oberkörper schön einrollt. Okay, 15 Sekunden Pause. Wir machen danach direkt weiter mit der nächsten Übung. Wir nehmen unsere Wasserflasche quasi nach hinten oder unsere Hantel. Wenn ihr das Ganze ohne Equipment macht, dann einfach ohne. Und jetzt geht unser Oberkörper nach oben. Wir crunchen den Bauch wirklich schön ein und versuchen uns wirklich schön aus dem Bauch nach oben zu drücken. Wenn euch das Ganze zu schwer ist, beziehungsweise ihr eure Beine nicht auf dem Boden lassen könnt, weil ihr einfach quasi zu viel Schwung habt, dann hakt euch irgendwo ein und macht das Ganze quasi mit Hilfe, dass ihr eingehakt seid. Aber wenn ihr das Ganze ohne Einhaken machen könnt, dann macht das so, denn dann ist es noch ein bisschen intensiver für eure Bauchmuskulatur. Sekunden Pause. Weiter geht's mit der nächsten Übung, der Bicycle Crunch. Wir führen unsere Wasserflasche durch unsere Beine in einer 8. Das ist auch eine sehr koordinative Übung, heißt, eure Koordination wird direkt mittrainiert. Wenn euch das Ganze zu schwer wird, dann könnt ihr auch euren Oberkörper einfach auf der Matte ablegen und das Ganze quasi von unten aus machen. Aber wenn ihr das Ganze schwer machen wollt, dann macht das einfach so wie ich. Achtet auch darauf, dass ihr die Schultern zurücknehmt, dass ihr euren Rücken gerade lasst und dass ihr wirklich schön den Bauch einzieht und fest anspannt. Für die nächste Übung nehmen wir wieder unsere Beine nach oben und unsere Wasserflasche oder unsere Hantel in die Hände. Und jetzt rollen wir unseren Oberkörper wieder schön ein und versuchen quasi unsere Füße bzw. unsere Fußspitzen zu erreichen. Ihr müsst das nicht machen, also ihr müsst sie nicht erreichen. Es geht einfach nur um diese Roll-In-Bewegung. Also hier wieder schön den Oberkörper einrollen, Bauch fest einziehen und anspannen. Und auch darauf achten, dass der untere Rücken während der gesamten Übungsausführung auf der Matte liegen bleibt. Nehmt auch hier wieder das Kinn schön zur Brust. Sekunden Pause und dann machen wir auch schon die letzte Bauchübung und zwar machen wir jetzt Side Crunches. Wir berühren immer mit dem linken Ellenbogen das rechte Knie und mit dem rechten Ellenbogen das linke Knie, also quasi überkreuzt. Auch hier wieder schön darauf achten, dass der untere Rücken auf der Matte liegen bleibt, Kinn zur Brust, schön den Bauch einrollen, Oberkörper einrollen und Bauch fest anspannen. Thank you.
Okay, die letzten Sekunden laufen, dann haben wir auch schon unseren Bauchteil geschafft. Das ist die letzte Übung, gebt nochmal Vollgas. Dann machen wir 15 Sekunden Pause und dann geht's auch direkt schon weiter mit unserem Booty-Teil. So, ich schnapp mir jetzt mein Miniband, um die Übung einfach ein bisschen intensiver zu machen. Falls ihr keins zu Hause habt, ist das nicht schlimm. Ihr könnt die Übung auch ohne Miniband machen. Und wir starten jetzt mit Single Leg Hip Thrust. Ein Bein steht auf dem Boden und jetzt geht unsere Hüfte nach oben. Wir spannen den Po oben ganz fest an. Und wenn ihr nach oben geht, dann zieht das Bein, was nicht auf dem Boden steht, also was quasi angewinkelt in der Luft hängt, einfach noch ein bisschen zu euch. Dann macht ihr das Ganze intensiver. Vor allem, wenn ihr ein Miniband dazu genommen habt. Und jetzt hier schön nach oben drücken die Hüfte, dass ihr quasi den Körper in eine Linie bringt und wirklich den Po ganz, ganz fest anspannen und zusammenkneifen. Jawohl, 15 Sekunden Pause. Wir werden das Ganze jetzt gleich auf der anderen Seite nochmal machen. Und wir starten in 3, 2, 1, let's go. Hüfte nach oben, Po fest anspannen, zusammenkneifen, jawohl. Nehmt das Bein auch schön mit, das was frei in der Luft hängt. Und kneift wirklich euren Po oben schön zusammen. Hüfte schön nach oben drücken, nicht auf dem halben Weg aufhören, sondern wirklich bis nach oben gehen. Sehr gut. Okay, 15 Sekunden Pause. Wir machen jetzt gleich weiter mit normalem Hip Thrust. Das heißt, ihr könnt einfach in dieser Position bleiben. Wir stellen beide Füße auf dem Boden ab. Unser Oberkörper liegt einfach flach auf dem Boden auf. Und jetzt nehmen wir unsere Hüfte nach oben. Also auch hier schön die Hüfte nach oben drücken. Po fest zusammenkneifen, ganz, ganz doll anspannen. Und achtet auch wirklich darauf, dass ihr nicht ins Hohlkreuz geht. Also dass ihr quasi nicht überstreckt, sondern dass ihr euren Körper, wenn ihr die Hüfte nach oben drückt, in eine Linie bringt, also dass quasi Knie, Brust und Hüfte in einer Linie sind. Okay, 15 Sekunden Pause. Ihr könnt die Pausenzeit nutzen, um schon mal die Position zu wechseln. Wir gehen jetzt nämlich in den Ellenbogenstütz und werden Kickbacks machen. Das sind quasi die letzten beiden Übungen. Also wir werden Kickbacks auf jeder Seite einmal machen, 45 Sekunden. Und wir achten wirklich darauf, dass unser Rücken schön gerade ist, also nicht im Hohlkreuz. Wir arbeiten nicht irgendwie mit Schwung raus, strecken das Bein auch nicht irgendwie im Schwung nach oben, sondern führen die Übung wirklich langsam und konzentriert aus. Und spannt euren Po wirklich ganz fest an, wenn ihr das Bein nach oben bringt. Jawohl. Okay, Leute, nicht aufgeben. Achtet auf eure Ausführungen. Schön konzentriert das Bein nach oben bringen. Po fest anspannen. Wir haben es gleich geschafft. Dann müssen wir nur noch die linke Seite machen und dann sind wir auch mit dem Booty-Part durch. Okay, 15 Sekunden Pause. Ihr könnt die Zeit jetzt einfach nutzen, um schon mal die Position zu wechseln, beziehungsweise falls ihr ein Miniband nutzt, um das Miniband einmal kurz zu wechseln. Und dann machen wir jetzt auch direkt weiter mit der linken Seite. 45 Sekunden, schön das Bein nach oben. Achtet auf eine saubere Ausführung. Rücken ist gerade, Bauch ist eingezogen, Kopf in der Verlängerung zur Wirbelsäule. Wir bringen das Bein schön konzentriert und sauber nach oben und spannen den Po oben ganz fest an. Jawohl, sehr gut. Letzte Booty-Übung, wir ziehen das gemeinsam durch. Konzentriert euch wirklich auf die Ausführung.
Und wir haben den Booty-Part auch geschafft. Ich mache jetzt mein Miniband schnell ab. 15 Sekunden Pause und dann machen wir jetzt direkt weiter mit dem Beinpart. Und zwar starten wir mit Ausfallschritten. Ich nehme jetzt einmal das linke Bein nach vorne und das rechte ist hinten. Und jetzt gehe ich mit den Knien tief. Und wenn ich oben bin, spanne ich mein Po wirklich schön fest an. 45 Sekunden durchpowern, jawohl. Wenn ihr das Ganze schwerer machen wollt, dann könnt ihr hier einfach ein Gewicht dazu nehmen, also irgendwie eine Kurzhantel oder ein Kettlebell und den einfach in den Händen halten. Oder ihr macht das Ganze einfach ohne Equipment wie ich, das brennt auf jeden Fall auch. Okay, die linke Seite haben wir geschafft. Wir machen jetzt gleich direkt weiter mit der rechten Seite. Auch nochmal 45 Sekunden, schöne Ausfallschritte. Und 3, 2, 1, let's go! Kommt sie durch, Leute, nicht aufgeben, wir haben es gleich geschafft. Wir haben gleich eine 15-sekündige Pause und dann machen wir weiter mit Stand-Up-Squats. Ich gehe jetzt schon mal hier in Position auf meine Knie und jetzt quasi stehen wir gleich immer mit einem Bein auf und dann ziehen wir das andere Bein nach, machen zwei Pulses in der Squat-Position, dann gehen wir wieder nach unten und stehen mit dem anderen Bein auf. Jawohl, let's go. Achtet darauf, dass ihr wirklich keinen Buckel macht, sondern dass ihr wirklich eine saubere Ausführung habt. Falls nötig, stellt euch einfach neben einen Spiegel und macht die ganze Ausführung vor dem Spiegel, damit ihr auch seht, dass ihr sie richtig macht. Okay, jawohl, wir haben es geschafft. 15 Sekunden Pause und dann machen wir jetzt gleich weiter mit ganz normalen Squats. Ich gehe jetzt schon mal in Position. Ich stelle meine Füße schulterbreit ungefähr hin und dann gehe ich schön mit dem Po nach unten und drücke mich quasi aus meinen Fersen, aus dem Po nach oben. Wenn ich oben bin, kneife ich meine Pobacken richtig schön fest zusammen und ich achte darauf, dass mein Rücken die ganze Zeit schön gerade ist. Wenn ihr das Ganze schwerer machen wollt, könnt ihr auch hier wieder ein Gewicht hinzunehmen. Nicht aufgeben, Leute, kommt sie durch. Achtet wirklich auf eine saubere Ausführung. Wir haben es gleich geschafft. Sehr gut, vorletzte Übung haben wir geschafft. 15 Sekunden Pause und dann kommt auch schon die letzte Übung. Und zwar machen wir jetzt Fersenheben. Wir gehen in die breite Squat-Position, schön in die Sumo-Squats-Position, drücken unsere Knie nach außen und jetzt heben wir unsere Fersen von dem Boden aus hoch. Ihr könnt auch ein bisschen mit dem Po mitwippen, um das Ganze etwas intensiver zu machen. Ich sag's euch, Leute, das werden die anstrengendsten letzten 45 Sekunden ever. Aber wir ziehen das gemeinsam durch. Let's go!
Kommt Leute, nicht aufgeben. Es tut weh, es brennt auch bei mir, aber wir ziehen das gemeinsam durch. Das sind die letzten paar Sekunden. Dann haben wir 15 Minuten richtig schön intensiv trainiert. Bauch, Beine, Po, alles mit dabei. Und wir sind auch schon fertig. Ich hoffe, dir hat das Workout genauso Spaß gemacht wie mir. Lass dir gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!